Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ja, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir machen diesmal ein Unboxing. Ich bin schon in der Unboxing-Ansicht. Ich mache mal was höher. So, wir haben einen Labeldrucker hier, Labelprinter, der mir zur Verfügung gestellt wurde. Aber guckt mal, wie Amazon ein Paket geschickt hat. Also nicht Amazon, aber hier Post. Das ist an allen Seiten, ist das komplett zerfleddert. Aber komplett zerfleddert. Sieht aus wie durch eine Arschhitzung. So, aber hier haben wir den ID-PRT. Also SP410 Direkt Thermal Label Printer. Let's think better. Ich muss dann, wir wollen jetzt erstmal nur Unboxing machen, logischerweise. Und dann, Moment, mal auf eine bessere Höhe gemacht. Wir werden jetzt erstmal ein Unboxing machen und ein Hardware-Video und uns die Hardware angucken und gucken, was mit bei ist. Und dann ja, müssen wir ihn am Computer anschließen im nächsten Video und mal einen Probedruck machen. Damit kann ich nämlich dann auch Etiketten zum Beispiel drucken, für wenn Frauchen einfriert oder halt für die Schränke, Apothekerschrank, dass man raufschreiben kann, weil oh, was drin ist. Oder wenn ich mir Liquid anmische. So. Was haben wir denn da alles Schönes? Ich drehe das mal so ein bisschen beiseite, so, damit ihr das seht, was ich hier raushole. Ich hole erstmal eine Tüte raus mit der Anleitung und der Software, die wir natürlich am PC dann installieren werden. Dann haben wir hier einmal einen USB-Kabel. Einen, ja, das ist aber noch. Ja. Da seht ihr das. Ja. Und dann haben wir hier, ach, das ist das Papier. Das ist die, das Papier, was wir da reinmachen. So, das haben wir einmal mit bei. Ach, hier ist der Stromkabel. So. Ach, da ist schon immer drin, oder was? Und wir haben immer Ersatzpapier, oder was? Der ist ja schnucklig. Also der ist ja wirklich schnucklig hier. Ja doch, wir haben einmal Papier, ist hier schon drin. Oder? Ah ne, das ist nur... Aha, okay. Nee, das ist nur ein Blatt. Wo so ein paar Sachen draufstehen. Gut, wir gucken erst mal hinten an. Hier haben wir den USB-Anschluss. Dann haben wir den Stromanschluss und einen Ein- und Ausschalter. Hier zieht er sich praktisch das Papier rein. Wir haben kein extra Fach fürs Papier. Können wir das auch noch irgendwie rausziehen oder so? Nee. Nee. Auf der Seite haben wir hier einen Schalter und hier. Ach, dann kriegen wir es auf. Okay. So. Ach, das ist praktisch nur so ein Schutz, dass hier nichts passiert. So, für, also mit der Rolle und so. Für den Transport. Hier legen wir das dann später dann einfach rein und machen das dann wieder zu. Ich mache es jetzt erstmal so zu. Aha. Ist halt auch wieder so spezielles Papier, ist halt kein normales Papier. Hier haben wir den An- und Ausschalter, hier haben wir den Namen. Und wie gesagt, hier ist einmal und hier ist einmal. Und man muss wirklich beide gleichzeitig, um es hochzumachen. Der Mechanismus an sich funktioniert sehr gut, rastet auch gut ein. Von vorne ist er schön clean. Hier haben wir so ein bisschen Klavierlack.
Ist jetzt ein bisschen durch die Temperaturunterschiede ein bisschen angegangen. Hier ist ein bisschen stumpf. Hier ist auch. Dann haben wir hier unten die Seriennummer und gummierte Füße, damit er halt nicht wegrutscht. Er wackelt alles, also Kamera, Tisch, alles. Aber der Drucker bewegt sich keinen Millimeter. Ja, macht doch einen guten Eindruck, würde ich jetzt sagen. Erstmal so vom Unboxing her. So, dann würde ich sagen, wartet auch soweit. Im nächsten Video werden wir den mal anschließen an Strom, die Software installieren. Und dann würde ich sagen, einfach mal testen oder das mal irgendwie ein Label drucken oder ein Etikett drucken, irgendwas Schönes. Ich muss mal gucken, was wir da drucken können oder wollen. Vielleicht können wir da auch bei dem, vielleicht können wir ja auch kleine, so eine Art Smileys nehmen. Dann könnte man jetzt zum Beispiel ein Etikett machen. So schreibt man Töpfe und Pfannen und dann macht man Töpfe und Pfannen-Emoji. Zum Beispiel. Und dann halt in einer vernünftigen großen Schrift, dass man es halt lesen kann ohne Brille. Und dann kann man das an den Schrank rankleben und dann weiß man gleich, wenn man was braucht. Ja, ich bin mal gespannt. So, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Das war es soweit für das Unboxing. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.